Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir das erste Mal Phasmophobia. Kann ganz witzig werden. Mit dabei ist Freezy, das erste Mal mit mir. Moin Leute, Freezy ist da. Und noch Daniel, nur der ist halt noch im Ladebildschirm. Bei ihm lädt's noch, ja. Ja, wir könnten jetzt eigentlich schon das ganze Game durchspielen und der ist noch im Ladebildschirm. Ja, warten ist angesagt. Mach ich in der Zeit Liegestütze. Eins, zwei, drei. Ich mach mit dir. Okay. Also ich bin ja schon mal ein bisschen, also ja gut, ich kann das jetzt mit Roblox... Ah, lol. Ich kann das ja nicht mit Roblox vergleichen, aber da waren ja auch ein paar Gruselle drin. Also Dunkelheit geht da. Ah, ist auch geht mal da. Endlich der Opa hier. Was ist nun jetzt hier der kleine Friedzi? Ey, lol, ich kann das Licht anmachen, obwohl das da rumliegt, aber wie kann ich es aufheben? Freezy Ritzi. Ah, ja. Wenn ihr B gedrückt haltet, können wir... Call Smith, gib uns ein Zeichen. Der Detektor hier, dieser EMF-Detektor schon von selber an. Oder muss ich den auch auf jeden Fall schon Schlüssel. Wie schalte ich den an? Oder ist der an? Niemand antwortet mir, wie da geil, Digga. Oh, er ist im Keller. Hallo? Hallo. Wie mache ich den EM-Detektor an? Mit Rechtsklick oder Linksklick. Ah, mit Rechtsklick. Ja, jetzt. Ah, okay. In der Garage ist der Gast. Wieso, wegen der Gradzahl? Wir haben hier 7 Grad. Muss das nicht im Minusbereich sein? Nein, nicht unbedingt, weil wenn es unter 10 Grad ist, auf jeden Fall jeden Geist. Ah, hier ist der Knochen, hat jemand eine Kamera? Ja, ich habe eine Kamera. Achso, nee, damit eine Videokamera, das bringt mir nichts. Müssen sowieso kurz mal raus, dass er ins Buch vielleicht schreibt. Ey, wir gehen aber auch so gelassen, ne? Er hat auf jeden Fall ins Buch geschrieben und wir haben Gefriertemperaturen. Ey, du musst die Kamera, die du hast, in die Garage stellen, weil da kann man hier durch den Computer sehen, ob da Ghost Orbs sind. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt übertrieben verlaufe. Hallo du Hurensohn. Ich hab mich jetzt schon verlaufen. Den Knochen aufheben. Ah, perfekt. Wenn du Foto gemacht hast. Hier, oder? Ja. So, warte mal, ich mach's mal die Kamera hin. Wo ist es am schlausten? Tu dich hier auf den Tisch. Ich hab, glaub, aber ich so drehen, dass die auch in die Garage zeigt. Wie kann ich die denn drehen? Nein, tu sie auf den Sessel, tu sie auf den Sessel. Nee, war schon. Nee, hier auf den Tisch. Wenn du die linke Maustaste gedrückt hältst, ja, kannst du die Kamera drehen. Nee, ich hab's gemacht. Mit F kannst du sie hinstellen. Kann ich aber nicht. Doch, mit F geht das. Ja, ich versuche ja gerade F zu drücken, aber passiert nichts. Ah, ich muss nur näher ran. Da. Ist die jetzt aber an? Achso, warte mal. Das ist eine gute Frage. Frag mal Freezy, was über ihn ist. Oh ne. Das sieht man nur von der hinten. Der Hunted! Ne, die war nicht an. Der Hunted! Wirklich? Der ist doch da hinten! Nein, der Hunted! Wo steht denn der? Da hinten am Tor, siehst du das nicht? Das seht ihr nicht. Der war gerade da hinten am Tor, bist du blöd? Da hinten? Ist so komisch, dass man nicht reden soll. Verlauf mich schon sonst wohin, du. Es sind keine Ghost-Ops. Also er hat gehuntet. Ich war der Einzige, der das mitbekommen hat irgendwie. Und gesehen hat, wo er ist. Hat er gehuntet oder was? Ja, der war am Tor. Der steckte da ein bisschen fest zwischen dem einen rechten Auto. Also nicht das, was du jetzt siehst, sondern das dahinter ist. Zwischen dem Auto vorne und der Garage. Ja. Da war der. Ich hab ihn da gesehen. Der steckte nur ein bisschen fest. Der wäre aber gekommen. Aber letztendlich habe ich mich nicht erschreckt. Aber wenn der hunted, flackert das Licht eigentlich, ne? Das Licht ging aus, mein Freund. Ja, ab und zu zeigt er sich auch so. Wir brauchen ein Foto vom Wasser. Wir müssen irgendwo Wasser suchen. Unten, ja, habe ich Wasser angemacht, aber da ist noch kein dreckiges Wasser gerade drin gewesen. Jemand die Geisterbox von euch? Nope. Ich ja. Probier mal Geisterbox, vielleicht könnte es ein Dämon sein. Komm mit, Marcel. Sah so aus, als würde er handeln, weil hier? Ich dachte dann. Und dann bleibt uns nur noch Dämon. Wie alt bist du? Old. Okay, Geisterbox. Geisterbox. Ja, ich hab's gehört. Das heißt, wir sind fertig. Es ist ein Dämon. Es hat sich angehört wie EA Sport. Ja, ich trag's nur eben ein und dann gehen wir nochmal rein. Ah, warte, ja, muss ich ja auch machen. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie das aufgeht. Was kannst du eigentlich? Ein guter alter Dämon. Warum müssen wir jetzt nach dem Wasser gucken? Kriegst du extra Weil das ein Beweis ist. Ach so. Das ist ein Beweis. Ah, du hast warte ja den mal, Fotoapparat. Wenn ich mir jetzt das, guck mal, das Buch, das muss man immer fotografieren, weil das zählt als Interaktion, steht da auch. Also ja, wenn okay. Gegenstände umfallen, immer fotografieren. Voodoo-Puppe, immer fotografieren. Gibt mehr Geld. Na okay, das nächste Mal nehme ich dann auch die Fotokamera mit und nicht die Videokamera. Wir können ja noch mal reingehen und fragen, gib uns ein Zeichen, weil dann vielleicht lässt er irgendwas fallen, das können wir dann fotografieren. In der Garage. Charles Smith, gib uns ein Zeichen. Charles Smith, gib uns ein Zeichen. Schmeiße die Teller um. Alter. Charles Smith, gib uns ein Zeichen. Zeichen! Willst du ein bisschen Capital Bra hören? Oh, Junge. Okay, ne, hier ist kein Schmutzwasser. Bestimmt oben vielleicht. Vielleicht.
Ach so, es geht auch noch hoch, Lul. Charles ja, stimmt. Smith, Charles ja, Smith. Ja, so ärgerst du ihn halt nur. Dann taucht er erst recht auf und huntet. Ein Zeichen. Ich frag mich halt auch immer, wie die Namen wissen, die Leute. Das ist ein... Ist das? Nee, das ist ein Bär. Okay, nee, nee. Alles gut. Es sah aus wie eine Voodoo-Pumpe. Ich hab's ja selber noch Seite. Nicht... Ah ja, stimmt. Ach, da kann man sich verstecken, ne? Ja gut, uns drei, aber wir drei können uns da nicht verstecken. Zu dritt. Geht das aber... Ah, hier ist ein Badezimmer. Schwierig. Ne, es sieht aber normal aus. Bloody Mary, 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 Bloody Mary. Wir müssen uns mal Kerzen holen. Ja, dann machen wir die Bloody Mary Challenge. Willst du das machen? Singe sich, weil kenne ja halt schon fast alles. Aber das ist ein normales Wasser, also das ist kein Beweis. Also, naja, Beweis, also. Oh oh! Mein Licht ist gerade ausgegangen. Hä? Bei dir geht immer das Licht aus. Nee, bei mir ist das Licht aus, also ich kann es nicht mal anmachen. Gib uns ein Zeichen. Hä? Hab ich die. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Kannst du den Schuh umschmeißen? Hä? Warum hab ich keine Taschenlampe mehr? Lol. Okay, jetzt muss ich euch hinterherlaufen, ich kann nichts machen. So. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Wenn der Typ jetzt kommt, dann kann ich einfach nur irgendwo hinlaufen. Keine Ahnung, was mit meiner Taschenlampe los ist. Ist einfach weg. Also ich hab mich dann hier verstecken, ne? Das ist ganz klar. Ah, jetzt hab ich sie wieder. Hä? Keine Ahnung. Siehst du das? Charles Smith, Charles Smith, Charles Smith. Was? Charles Smith. Schrank offen machen hier. Wenn der Geist kommt, renn in einen Raum rein und mach die Tür zu. Kann man die zuschließen? Ja, ne? Okay, würde nee, beim Geist sowieso nicht. Wie kann ich die denn zumachen? Einfach mit E? Mit Ad? Nein, klicken, Maus? Gedrückt halten und dann ziehen die Tür. So wie wenn er einen echt aufmacht. Ah, okay. Charles Smith. So wie es auch Charles bei Smith. Roblox war halt. Charles nur. Smith. Ey, ich hoffe, der tötet dich einfach gleich. Schäfer, das ist ein falscher Name. Charles Smith, Charles Smith. Ey, wenn der jetzt auf einmal hinter mir auch taucht, ich würde mich so erschrecken. Jetzt, noch drin ist. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Genau hinter mir taucht er so auf. Ja, ich töte dich das jetzt. Das macht mal. Er ja manchmal voll extra, ne? So, wenn einer noch drin ist, macht er die Tür zu. Was müssen wir denn hier noch machen? Eigentlich nicht. Eigentlich ja, ein Foto vom Geist. Oh, schau dir mal unseren Kopf an, Alter. PC-Game hat am wenigsten. Ja, grade, mich irgendwie grade, immer. Ich gerade war das noch auf 49. Ich nehme mal eine Pille. Ich glaube, Freezy mag er eher. Da weißt du, warum das bei dir so schnell runtergeht? Warum? Weil du so Geräusche machst, dass du Angst hast. Echt? Ja, weil da in der Garage war und einer und ihr beide habt so ein bisschen rumgeschrien, darum ist bei euch so schnell runtergegangen. Ach so, darf man also nicht reden? Doch, darfst du schon, aber so Geräusche, wie ich dir... Dann kann ich denn eine Pille... Ach so, hier. Hey, ja, was ich ist hätte das eigentlich, was ich hier hab? Keine Ahnung. Das ist ein Bewegungssensor. Lol. Aber den kann ich nirgendwo dran machen. Nee, hier nicht, ist ja auch klar. Ja, auch im Haus nicht, hab ich doch probiert. Doch, das geht. Nee, das nicht so auf den Arsch geiern. Das der... Daniel, das geht ja nicht. Das Ding ist, wenn das Ding bewegt sich nur, wenn der Geist da ist. Also wenn jetzt eine Person da lang läuft, bewegt sich das Ding nicht nur, wenn ein Geist. Ich nehme den anderen Sensor mit. Also momentan geht's ja noch, ne? Aber würdest du es auch schwer machen? Keine Angst haben oder sowas. Ja, würde ich auch sagen. Hallo, Arschloch, wo bist denn du? Der Geist ist in der Garage. Immer noch. Hallo, Geist. Hallo. Ey, Digga, da töte ich mich doch direkt als erstes, oder? Ich hab halt eigentlich gar nichts gemacht, aber er wird mir das jetzt. Ich will's. Da guck hier, ich mach das Ding jetzt dran hier, siehst du? Ich hab's auch dran gemacht. Wie macht man das mit Rechtsklick? Auf F. Ich hab gar keine Ahnung, wie viel ich schneiden soll. Wenn der Geist da jetzt vorbeiläuft, dann leuchtet das grün. Soll man dann von oben ein Foto machen? Ja. Charles Smith, Charles Smith, Charles Smith. Boah, ich hab Angst, dass der hinter mir genau auftaucht. Hab ich einfach mal gemacht. Oh, Junge. Was war denn das denn jetzt? Ja, das war der Friese. Ich den Geist ärgern will. Die Friese. Was war die Friese? Tu so, als ob du Angst hast. Oh mein Gott. Der Geist ist da vorbeigegangen. Das hat grün geleuchtet. Ernsthaft? Charles Smith, Charles Smith, Charles Smith, Charles Smith, Charles Smith. Ist er wirklich da dran vorbeigegangen, oder? Ja, ja. Das hat wirklich grün geleuchtet. Ich hab's gerade nicht gesehen. Ich hab in dem Moment nicht hingeguckt. Charles Smith, zeige dich. Zeige dich, Charles. Ich hab so Angst, dass der hinter mir auftaucht. Oh, er ist da. Kann ich einfach jetzt hier rauslaufen? Oh, scheiße. Wo ist denn der? Ich wollte ein Foto machen. In der Garage, safe. Der hat sich irgendwo gezeigt, aber ich weiß nicht wo. Hallo, kommt mal mit rein. Kommt doch mal mit rein jetzt, ihr kleinen Schisser. Ich wollte nicht umgebracht werden, das hat sich nämlich schon sehr nah angehört. Der hat nicht gehuntet. Doch, man hat ihn doch gehört. Zeige dich, Charles Smith. Zeige dich, please, erneuert.
Die ist ja neu, Digga. Auf jeden Fall deutsch. Junge, ihr kommt hier nicht rein, ihr Schissers. Er kann ja auch hier draußen auftauchen. Das ist ja nicht so, als würde er nur da kommen. Und dann kommen wir gehen alle rein. Zeige dich. Na, okay. So, ich kann ja auch einfach in der Zeit was trinken. So. Zeige dich, Charles Smith. Ist, glaube ich, behindert, wenn ich jetzt trinke, weil Männer dann handelt. Zeige dich. Oh, da läuft, siehst du, es hat grün geleuchtet. Ich habe nichts gesehen, wenn der Toolbox. Zeige dich. Hast du es gesehen, Daniel? Charles Smith, zeige dich. Ja, es hat grün geleuchtet. Ich habe es jetzt auch gesehen. Ja, leuchtet die ganze Charles Zeit vorbei. Charles Smith, zeige dich. Ja, der taucht gleich direkt vor Daniels Gesicht auf. Charles Smith, zeige dich. Der ist schon wieder dran vorbeigelaufen. Da steht er. Ja. Zeige dich, zeige dich, zeige dich, zeige dich, zeige dich, zeige dich, zeige dich. Mach da ein Foto, wenn es leuchtet. Ja, es leuchtet schon wieder. Alter, wie oft läuft der dran vorbei? Warte mal, vielleicht ist das Spiel ja so buggy, wenn ich jetzt gucke, ob da, vielleicht ist er ja da drinne. Ich weiß ja nicht, wie buggy dieses Spiel ist. Ich hab's ja noch nicht gespielt. Ich sehe, wie du das Auto fotografiert hast. Ein Foto habe ich noch und davon müssen wir jetzt einen Geist mal machen. Müssen wir nicht, wir können auch jetzt einfach gehen. Warte, was war das? Zeige dich. Das war doch Fußschritte, oder nicht? Kannst du dich zeigen, Charles Smith? Ich höre als Tiergeräusche im Haus. Hante. Er huntet. Oh, Mann, Ha! Oh nee, ich bin am Arsch. Perfekt, ja. Ey, die haben mir beide die Türen zu vor der Nase gehauen, Digga. Was soll ich machen? Die haben mir beide die Türen vor der Nase zugehauen. Er huntet nicht mehr. Ich hab gesagt Hante und er huntet. Er huntet nicht mehr. Muss ich jetzt über Dings reden? Hört ihr mich überhaupt? Ja, ich hör dich, er huntet nicht mehr. Ich weiß, aber das war so lustig. Ich sag Hante und er huntet. Kann ich mit euch jetzt noch normal so reden? Noch? Nee, Marcel ist tot. Oh, Marcel ist tot. Marcel, du bist tot, wir hören dich nicht mehr. Du kannst uns hören, aber wir hören dich nicht. Oh, was für eine Rotze, Digga. Ich würde denen gerne sagen, dass... Die haben mir beide die Tür zugemacht. Wie soll ich denn? Doch, ich habe die Klasse vergessen, um die aufzumachen. Noch ein Tipp. Marcel, wenn der Geist hantet, du darfst nicht reden und du musst dich ganz schnell in deinen Raum verstecken. Nicht reden, das ist richtig. Weil sonst hört er dich. Ich wollte ja nicht sagen, dass es mir beide die Türen zugehauen hat. Das ist so mies, er kriegt am Anfang direkt kein XP. Ein bisschen kriegt er was, aber nicht viel. Ey, ich erzähl denen das. Oh, 31. Da konnte ich hab ich hab die Taste vergessen, was wir hoch entscheiden. Digga, ihr habt mir beide die Türen vor der Nase zugehauen. Kein Wunder, dass ich mich nicht verstecken konnte. Ja, bei Freezy wollte ich reingehen, bumm, Tür zu. Bei PC-Gamer, bumm, Tür zu. Ja, danke, was soll ich dann machen, Digga? Da war der bei mir ja, schon. Auch nicht reden, ne? Weil das hört der. Ich dachte, Digga. Ich muss bei Daniel hinterher, darum habe ich mich da alleine eingesperrt. Ja, und dann habe ich die Taste vergessen und dann konnte ich die nicht aufmachen. Ich weiß nicht, ob es F war, ob es rechte Maustaste war oder ja, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich hab deine Arme durch die Tür gesehen, aber... Oh, Digga, deswegen wegen so einer behinderten Scheiße bin ich verstorben, Alter. Ah, weißt du, was wir vergessen haben? Ey, aber wisst ihr, was lustig war? Ich hab gesagt, Hante und er huntet. Können wir kurz mal Pause machen? Ich muss kurz mal pissen. Aber wir müssen unsere Leichen fotografieren, wenn wir sterben. Warum? Geil. Falls du stirbst und du ganze Sachen gekauft hast, dann verlierst du die nicht, wenn du ein Foto machst. Ja, okay, ich geh kurz auf Toilette, dann geht's weiter. Wenn du tot bist und keiner dich fotografiert, dann verlierst du deine Sachen. Ja, und das war das Ende von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Thank you.